slow. Vor ungefähr 3 Jahren wurden unsere Absichten einer Wiedervereinigung von Deep Purple konkret. Genau wie Grace gesagt hat. Danke, jetzt hast du mich rausgebracht. I mean, that's really nice of you. I was trying to be serious with the nice man. Yeah. Okay. Erzähl weiter, ich bring Grace zu ihrer Mutter. Give her back to her mother. Sean Connery als James Bond. Nach dem Motto, sag niemals nie. Das meinten auch die 5 Herren der legendären Rockgruppe Deep Purple. Diese Band entwickelte Ende der Roaring 60s zusammen mit Led Zeppelin und Black Sabbath den sogenannten Hard Rock. Musik, die härter, lauter, stampfender gespielt wird als Popmusik oder früher Rock'n'Roll. Dennoch bemüht sich der Hard Rock um musikalische Vielfalt und Humor. 2 Dinge, die dem sogenannten Heavy Metal Sound viele heutige Bands fehlen. Heavy Metal, Schwermetall, ist die Karikatur von Hard Rock. Eine lärmende Sackgasse. In 1972, am Höhepunkt, trennte sich Deep Purple im Streit. Never again, they said. Und jeder machte seine eigene Band. Whitesnake, Rainbow. Und heute spielen sie doch wieder zusammen. Sind aber die neuen Alten oder die alten neuen Deep Purple was Neues oder streiten sie noch immer? No, don't you start with me. I mean, fang bloß nicht so an, davon hatte ich schon einmal genug. Ich gehe zurück zu Whitesnake. Go back to Whitesnake. Right, that's it. That's the end. Okay, das ist das zweite Ende unserer Band. Ja, und seitdem wir wieder beisammen sind, tragen wir diese besonders dummen Anzüge. Ja, unsere neue Banduniform. So ändern sich die Zeiten. Obviously things have changed. Warum richtest du die Kamera auf mich, ha? Wir filmen Deep Purple. Aber ich bin nicht bei Deep Purple. Das sind andere Leute. Ich bin bloß ein bescheidener englischer Tourist. I'm just a humble English tourist. Sonntagmorgen im Schweizer Nobel-Skiort Zermatt. Mit Frauen, Kindern und Skilehrern machen sich Keyboarder John Lord und Sänger Ian Gillan per Pferdeschlitten zum Skilaufen auf. Mit von der Partie ist auch die Familie von Musikerfreund David Gilmour, Gitarrist von Pink Floyd. Am Gipfel des kleinen Matterhorns soll noch Deep Purple-Schlagzeuger Ian Paice zur Gruppe stoßen. Die mittelalterlichen Herren mit dem Habitus biederer Familienväter lassen nicht gerade vermuten, dass in den Skianzügen die Mitglieder einer der bestbezahlten Rockbands der Welt stecken. Mit der Schweiz verbindet die Band angenehme musikalische Erinnerungen. In Montreux am Genfersee entstand eines ihrer besten Alben mit der Deep Purple-Hymne Smoke on the Water. Ihr Comeback-Jahr 1985 beginnt die Band mit 2 Wochen Skiurlaub. Anfang Februar startet eine ausgedehnte Welttournee, welche die Gruppe nach den USA und Japan im Mai und Juni auch quer durch Europa führen wird. Auch wenn Ian Gillan nach der ersten Skiwoche seines Lebens bei weitem nicht so schnittig auf den Skiern unterwegs ist wie Kollege John Lord, der schon seit Jahren ein Wintersportfan ist, so gilt er doch als die treibende Kraft hinter der Wiedervereinigung von Deep Purple. Der Grund für die erste Trennung der höchst erfolgreichen Band im Jahre 1972, so betonen alle Beteiligten, seien weder musikalische noch finanzielle Differenzen gewesen, sondern ein Psychokollaps durch Überarbeitung. 3 LPs und 11 Monate auf Tournee haben die Musiker menschlich überfordert. Daher sollen heuer genügend Pausen auf der Tour eingelegt werden. Notice the addition of the new moustache. Thank God. Bye bye.
We found ourselves almost in the same kind of setup in the mountains again, but this time in Vermont. Für die Aufnahmen zu unserem neuen Album haben wir die gleiche Umgebung gewählt wie damals in der Schweiz. Nur sind es diesmal die Berge von Vermont in den USA. Wir wollten einen nicht so leicht zugänglichen Ort haben, rau, weit entfernt von der nächsten großen Stadt. Für uns ist die Atmosphäre eines Ortes, das Ambiente, wichtiger als die technische Ausrüstung des zur Verfügung stehenden Aufnahmestudios. Die Technik macht ohnehin alles möglich und diese Technik steht uns schon lange zur Verfügung. Aufnahmen können auch in einer Garage, einem Hotelzimmer oder irgendwo anders gemacht werden. Im Herbst 84, als die neue Platte Perfect Strangers entstand und ein Konzertprogramm erarbeitet wurde. Doch nicht nur eine passende Umgebung, auch Geld motiviert den fleißigen Rockmusikanten von heute. Am Coup dieser Reunion wurde konkret ein ganzes Jahr gefeilt. Ansprüche früherer Manager und anderweitige Plattenverträge mussten abgefunden und gelöst werden. Dafür eint die Gruppe jetzt ein attraktiver, langjähriger Vertrag, der schon heuer jedem Musiker mehr als $1 Million Einkommen sichert. Musikalisch bietet die Purple 1985 noch immer die unverkennbare Kombination von Orgel, Gitarre und Ian Gillans Stimme. But the fact is that the most important key to it all is the interrelationship, the personality. Der Schlüssel zum Funktionieren unserer Band ist die im Musikgeschäft einmalige Gruppendynamik, wie sich die einzelnen Persönlichkeiten untereinander musikalisch verstehen. Jeden Tag gibt es sozusagen einen neuen Bandleader, immer hat ein anderer eine neue Idee, wir wechseln uns ab. Es wird immer die beste Idee aufgegriffen. Keiner ist von vornherein die Führungspersönlichkeit und das ist sehr spannend. Like every musician is like a piece of blotting paper anyway. Was die Musik betrifft, so ist jeder Musiker in meinen Augen ohnehin nur wie ein Stück Löschpapier. Ideen werden aufgesaugt, was immer man tut. In den Jahren der Trennung haben wir genügend neue Ideen aufgenommen. Wir versuchen nie, verkrampft modern zu klingen. Wir haben das Gefühl, dass Perfect Stranger genau das geworden ist, was wir machen wollten. Diese Platte ist ein neuer, gemeinsamer Beginn. Fit wie eine Fußballmannschaft fühlt sich die Band für die bevorstehende Welttournee. Und auch das Publikum gutiert die geradlinige Rockmusik von Deep Purple 1985 genauso wie 1972. I think you mentioned like a new wave and stuff, the punk thing, which you know, which had to happen. It was a New Wave und Punk waren notwendig, um die Industrie zu beleben. Ich meine, die geschäftliche Seite. Auf dem Gebiet der Musik selbst wurden ohnehin keine Fortschritte erzielt, keine neuen Impulse gesetzt. Rock'n'Roll hat aber während dieser Zeit weiter existiert, wenn auch etwas weniger im Rampenlicht. Also, it's a different medium altogether. Yes. I mean, the new style of music, new wave music. Es handelt sich bei New Wave meiner Meinung nach auch um ein ganz anderes Medium. Die Popmusik des New Wave kam Hand in Hand mit Fernsehen und Video. Diese neuen Videos, manchmal sind es ja richtige Kurzfilme, haben auch entscheidende Nebenwirkungen mit sich gebracht. Eine davon ist, dass heute sehr oft das Video wichtiger ist als der Song selbst. Zweitens ist diese Art von Musik auf kleinere Publikumsgruppen abgestimmt. Zwei, drei Leute sehen sich zusammen im Fernsehen ein Video an. Das ist vergleichbar mit Musik hören in einem Autoradio oder so. Live-Auftritte spielen eine untergeordnete Rolle für diese Popmusikbands, auch wenn es jetzt einige gibt, die einen größeren Wert auf solche Auftritte legen. Für Rockbands hingegen ist es immer wichtig gewesen, nicht nur in Clubs, Colleges und kleineren Hallen zu spielen, sondern vor wirklich großem Publikum. New Wave Bands können kaum vor 15.000 oder 20.000 Leuten spielen und eine solche Show zum persönlichen Ereignis gestalten. It's very difficult, I think, for a New Wave Band to play to 15, 20.000 people and make it
like an intimate event. Lust der Musiker ist heute angeblich genauso groß wie in den alten Tagen. Die Erfahrungen, die jeder für sich in anderen Bands seit damals machen konnte, seien heilsam gewesen. Eine Reihe von Probekonzerten in Australien im vergangenen Dezember verliefen vielversprechend. Deep Purple 85 sind zur engagierten Rockband gereift, die auch gesellschaftspolitisch Stellung zu beziehen versteht. The 80s is the time of huge unemployment. Die 80er Jahre sind die Zeit von Massenarbeitslosigkeit bei Jugendlichen. Und die lässt die Leute mehr Gefallen an guten, harten Rock'n'Roll-Bands finden, deren Auftreten einen natürlicheren, bodenständigeren Charakter hat als die der vielen gekünstelten, aufgemaschelten Pop-Bands. Der heutige Großstadt-Jugendliche kann damit nur beschränkt etwas anfangen. Das ist zumindest meine Ansicht. Ich glaube wirklich, dass wir es hier mit dem Unterschied zwischen denkender Musik und Popmusik zu tun haben. Ich will damit nicht sagen, dass Popmusik verglichen mit unserem Rock etwas Schlechtes ist. Es ist gute Musik zum Zuhören, nur ist diese Musik sehr kurzlebig. Wie billiger Wein, Tischwein zu einem Essen, aber kein Wein, den man wirklich genießen könnte. Glühwein? Glühwein und ein Gulaschips. Ich habe Gulaschips da hier. Bei Glühwein und Schweizer Kaffee fertig feierten Pace, Gillan und Lord auf der Terrasse einer Skihütte spontan eine Meldung, die sie am Morgen im Hotel erreicht hatte. Sie waren in England zur besten neuen Gruppe des Jahres gewählt worden. The fantastic thing is that we've just been voted number one new group in England.